Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Ski Alpine Racing 2007 und willkommen zum Saisonfinale und da heißt es Meisterschaftsfinale hier in der Profiliga und los geht's direkt mit der Abfahrt, da rechne ich mir auch am meisten aus. Also wenn wir es hier schaffen, bei den Meisterschaften irgendwo unter die Top 3 zu kommen, also am besten natürlich Abfahrt, Super-G, dann lohnt sich das auf jeden Fall, was Geld und Erfahrung angeht. Also auf geht's mit der größten Chance hier bei der Abfahrt. Ja, kein optimaler Start, 87%. Gucken wir mal, was wir bei rausholen. Jo, die Richtung war gut. Also bis hierhin sollte das schon mal klappen. Auch das Tor gut mitgenommen. Sehr direkt, das ist immer wichtig. 1,3 Sekunden in der ersten Zwischenzeit, das ist schon mal gut. Es kommen ja auch nur noch 10 hinter uns. Sekunden. Das könnte was werden mit den Top 3. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Und 3,33 Sekunden Vorsprung. Und jetzt müssen wir zittern. Jetzt müssen wir hoffen, dass das hier für die Top 3 reicht. Das wäre ein Riesending, wenn wir das schaffen. Und Zweiter ist es. Super. Knapp vor Ted Ligety. Und Benjamin Reich ist hier noch ganz knapp vor uns. 3/10. Okay, das hätten wir kaum noch machen können. Ein Sieg wäre wahrscheinlich auch zu viel gewesen. Aber zweiter Platz ist ein super Ergebnis. Und wie sich das hier ausrechnet oder auszahlt, das werdet ihr jetzt sehen. Denn wir bekommen neben dem normalen Erfolg für das Rennen, bekommen wir auch noch den Bonus. Also zum einen sind das hier 800 Erfahrungspunkte und 12.000 Euro für den zweiten Platz. Und weil es eine Meisterschaft war, nochmal 1.000 Erfahrungen und nochmal 5.000 Euro on top. Und natürlich gibt es auch eine schöne Medaille. Schön. So, hier kriegen wir dann auch nochmal ein bisschen Geld. Und eine Stufe sind wir auch noch aufgestiegen. Das heißt, wir können uns hier wieder so ein paar, schade, ich dachte, ich könnte die Slalom-Punkte nochmal weggeben, aber das geht leider nicht. So, die obersten drei werden wir jetzt immer weiter leveln. Schön. Und 32.000 hört sich auch richtig gut an. Ja, nächster Wettkampf, Super-G. Wenn wir da gut sind, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, vorne mit bei zu sein. Wir können ja mal gucken, vielleicht können wir uns hier nochmal einen besseren Wachser holen für dieses Rennen. 3000, 2,5. Ja, komm. Was soll's denn? 99,98. Und trainieren wollen wir natürlich auch nochmal, damit es vielleicht nicht unbedingt an ein paar Hundertstel dann hängen bleibt. So, auf geht's. Super-G, auch hier die Möglichkeit natürlich unter die Top 3 zu fahren. Das wäre auch schön. So, gucken wir mal, ob wir es schaffen. Sehr guter Start. Und jetzt müssen wir einfach das rund nach unten bringen. Können, dass wir es können, wissen wir. Haben wir ja eben schon in der Abfahrt gesehen. Wow, weit rausgekommen. Es war nicht ganz optimal. Und auch hier. Au, Achtung. Oh, knapp. Fast der Fehler. So, eine Sekunde Vorsprung. Das ist mehr als ich dachte. Jetzt nach rechts. Ja,
Ah, da mussten wir so direkt fahren. Das hat sich ausgezahlt. Das war zwar riskant, aber das hat sich ausgezahlt. So, und jetzt hinein in den Zielhang. Oh, da ist nochmal ganz links. Und 3,23. Also ein ähnlicher Vorsprung wie bei der Abfahrt. Und das sollte doch wohl reichen für die Top 3. Gucken wir mal. Und Dritter, jawohl. Ah, mit einem Abstand sogar noch. Also da hätte es nach vorne sogar noch fast der Zweite werden können. Aber vor Ted Ligety. Also das ist doch mal ein starkes Ergebnis. Zweimal auf dem Treppchen hier. Ja, wenn wir das nochmal beim Riesenslalom wiederholen können, dann ist der Slalom völlig egal. Dann brauchen wir gar nicht antreten und das war schon mehr als erfolgreich. Beim Slalom rechne ich mir sowieso nicht so viel aus. So, auch hier gibt es eine Bronzemedaille. Ja, und jetzt kommt der Slalom direkt. Also, da werden wir einfach mal gucken, dass wir es hier irgendwie bestmöglichst runterfahren. Ich weiß gar nicht, brauchen wir gar nicht wachsen, oder? So, können wir einfach hier auch auf... Ach, ist egal. Völlig wurscht. Die 3000 soll uns dann auch nicht jucken. So, gucken wir einfach mal. Die hätte ich mir sonst gespart, da ich mal glaube, dass hier sowieso nicht viel rumkommt. Also, ich denke mal, wir fahren hier auf Risiko. Der 25. Platz hilft uns jetzt auch nicht so viel. Oh, joi. Miese Stelle, weil man da so ein bisschen in der Luft war. Da ist nicht gut. Das kann man nicht so gut lenken. Oh, und da waren wir jetzt zu weit. Bei den anderen haben wir Glück gehabt. Da war es ganz knapp. Ah, hier auch wieder. Ah, nee, das war es dann schon fast. Ach, hey. Ich glaube, das wird jetzt auch mit den Top 30 dann schwierig, wenn wir es hier überhaupt noch fehlerfrei jetzt schaffen. Ah, ist nicht so schlimm, hätte ich jetzt sowieso nicht gedacht, also viel hätte das sowieso nicht gebracht, so sind wir jetzt leider ausgeschieden, kann mal passieren, jetzt müssen wir uns fokussieren auf den Super-G, auf den Riesenslalom natürlich, ich glaube nicht, dass wir hier Chancen haben, unter die Top 3 zu kommen, aber, ja, wir versuchen es auf jeden Fall, ne, warum denn nicht? Wenn wir hier zwei fehlerfreie Läufe runterbringen, dann sind die Chancen auf jeden Fall da. Wenn wir hier, ja, gucken wir einfach, dass wir hier schnellstmöglichst runterkommen und dann werden wir es hier gleich sehen. Zwei Läufe, erster Lauf, geht los. Uiuiui, das war gut gefahren, aber auch sehr riskant. Waren wir ein bisschen spät dran. Oh, aufpassen, da ist man in der Luft. Ja, da haben wir noch Vorsprung, aber der Fehler kam nach der Zeitmessung. Ah, da waren wir leider zu eng drin. Das, was beim ersten Mal noch geklappt hat, wurde hier jetzt bestraft. 2 Sekunden, ja, da haben wir kaum noch Chancen, irgendwie vorne mitzumischen. Aber wir werden natürlich gucken, dass wir hier vielleicht noch unter die Top 10 kommen. Ja. Das ist aktuell der Zweite. Also das wird wahrscheinlich jetzt, ja, 10. Platz. Okay, ich denke mal ein bisschen nach vorne geht es vielleicht noch. So 7., 8. rum, wenn wir hier einen guten Lauf jetzt runterbringen. Ach, das ist bitter. Das darf nicht sein. Oh, immerhin haben wir noch uns das zweite Tor gespart. Das hätte sonst auch noch ein Fehler werden können. Aber das Sturz und das eine Tor hier als Fehler, das war schon genug. Ärgerlich. Na, gucken wir, dass wir hier vielleicht zumindest Top 15 noch werden. Da müssen wir jetzt hier aber nochmal Gas geben. Uiui, das war knapp.
Und dritter. Das wird eng werden. Also ich glaube nicht, dass wir hier drei hinter uns landen werden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, zwölfter. Einer ist noch hinter uns geblieben. Ach, ärgerlich. Schade, 12. Platz, da war mehr drin. Hätten wir uns den Sturz und die beiden Fehler gespart, dann wären wir auch unter die ersten drei mit Sicherheit gekommen, aber so war es dann leider nichts. Aber man muss sagen, 2. und 3. Platz hier bei Abfahrt und Super-G ist schon mehr als ich dachte. So, und die Kohle nehmen wir natürlich auch gerne mit und damit haben wir unsere erste Profisaison hinter uns gebracht. Und wir sehen, Fitness, Technik, Kraft, Motivationswerte haben schon ordentlich zugelegt. 11. Platz in der Gesamtwertung, ja. Damit haben wir natürlich die Qualifikation weiterhin hier in dieser Liga wieder mitzuspielen. Und da werden wir jetzt in der nächsten Folge dann auch wieder weitermachen. Und Ziel wird sein, Top 10. Oder vielleicht sogar, ja, machen wir so Platz 7 rum. Dass wir hier in der Gesamtwertung so auf den 7. rumkommen und danach wollen wir natürlich dann auch irgendwann versuchen, Erster zu werden. Ich denke mal, wir können auch mal ganz kurz gucken. 25.000 haben wir. Gibt es hier noch irgendwas Gescheites, was wir kaufen können? Ja, Skier haben wir eigentlich die besten. Ich glaube, Anzüge. Ja, da geht schon noch was nach oben, aber da muss man halt auch erstmal die Kohle mitnehmen. Skier. Ja, bei den Skiern. Da können wir mal hier 10.000 ausgeben. Das kann man, denke ich mal, gut investieren. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Da geht es dann wieder los mit der nächsten Saison. Riesenslalom als erstes. Und da werden wir gucken, zusehen, dass wir hier in der Gesamtwertung auf den 7. bei rumkommen. Vielleicht schaffen wir es dann auch im Gesamtweltcup bei der Abfahrt und beim Super-G unter die Top 3 zu kommen. Sollte eigentlich machbar sein und nächste Saison heißt es dann Platz 1 angreifen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wäre schön, wenn ihr hier einen Daumen hoch noch für mich überhabt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann.